Geld. Geht es bei Mordfällen nicht immer um Geld? Hallo. Na. Oder um Liebe. Da ist was dran. Ein schönes Parfum. Ist das neu? Das ist ein Gourmet-Hamburger. Mit Ketchup, Pommes und Salat. Und außerdem noch was zu trinken. Genau das, was ich brauche. Danke. Wie sieht's aus? Viel ist aus der Sache nicht rauszuholen. Die meisten Akten über Marias und Abbys Ermordung sind bequemerweise verschwunden. Und Suzanne kann ihren Angreifer nicht identifizieren. Sie sagt, Micah war es nicht, aber vielleicht erinnert sie sich bloß nicht. Immerhin hat ihr Kopf ganz schön was abbekommen. Aber Mason bezeugt, dass der Doktor drauf und dran war, Julia durch eine Infusion eine tödliche Dosis Strychnin zu verabreichen. Das sagt doch Moment, alles. In dem Tropf war Strychnin. Wir können aber nicht beweisen, dass DeAngelis davon gewusst hat. Der Mann hatte ein gutes Motiv, Julia umzubringen. Wenn mich jemand wegen Mordes belangen kann, werde ich doch versuchen, dafür zu sorgen, dass er nicht redet, oder? Mir klingt das irgendwie zu einfach. Küsschen. Danke. Gern geschehen. Nun mach dich doch nicht verrückt, Cruz. Es passt alles nicht zusammen. Ich verstehe nicht, warum einer, der unter Mordverdacht stand, 12 Jahre später am Ort des Verbrechens auftaucht. Es gab damals bloß Indizienbeweise. Also warum weckt der schlafende Hunde, indem er versucht, noch 3 weitere Menschen umzubringen? Na, vielleicht nur aus purer Dummheit. Der Mann ist nicht dumm. Er hat etwas auf dem Kasten. Das macht ja den ganzen Fall so, so rätselhaft. Soweit ich es überblicke, gibt es 4 Möglichkeiten. Entweder hat der Kerl ein schlechtes oder ein reines Gewissen. Oder aber er hat überhaupt keins. Das ist die 3. Möglichkeit. Und welche ist die 4? Ja, bitte? Cruz? Frank. Ja, Frank Goodman, hallo. Hallo. Reese hat Sie also vorgewarnt, dass ich vorbeikommen würde. Ach so, darf ich vorstellen, Kelly Capwell, sie spielt gerne meinen Wachhund. Tag, sehr erfreut. Das ist Frank Goodman, ein alter Kumpel von Reese. Und wie Reese mir versichert hat, der fähigste Spurensicherungsexperte von ganz Florida. Naja, wenn Sie Reese gut kennen, wissen Sie ja, dass er sehr gerne übertreibt. Stimmt. Sie werden uns bestimmt überzeugen. Tja, das wir hoffe ich. Wir sind sehr froh, dass Sie gekommen sind. Wir können etwas Hilfe gebrauchen. Okay, fangen wir an. Es geht um einen Mann namens Micah DeAngelis. Höchstwahrscheinlich Doppelmord und dazu noch 3 weitere Versuche. Beweise? Nicht viele. Ein Infusionstropf mit Strychnin und er kommt als Hauptverdächtiger in Frage. Das wär's schon. Und die 4. Möglichkeit? Ach ja, ein Punkt bereitet mir Kopfschmerzen. Es macht mich stutzig, wenn mir der Name eines bestimmten Verdächtigen dermaßen ins Auge springt. Jeder winzige Anhaltspunkt, den wir haben, deutet so unmissverständlich auf diesen einen Mann hin, dass man schon fast automatisch von seiner Schuld überzeugt ist. Deswegen frage ich mich, ob er vielleicht in der falschen Spalte steht. Vielleicht gehört er nicht zu den Verdächtigen, sondern zu den Opfern. Und das bedeutet, wir haben nichts in den Händen. Oh, das war ein Tag. Lionel. Hallo, Goldschatz. Was soll denn dieser eigenartige Aufzug? Der Herrenausstatter hat mir hoch und heilig versichert, dass ich mit diesem Hemdchen die Damen um den Verstand bringe. Also, was sagst du dazu? Also, ich würde es umtauschen. Wieso? Mason, was hast du? Ist was mit ich Julia? Ich muss ihn finden. Hey, was ist denn los? Ich muss ihn finden. Mason! Das ist alles nicht wahr. Das kann einfach nicht wahr sein. Da, sieh mal, sie lebt. Da, sie lebt. Gott sei Dank. Oh. Ich verstehe das nicht. Wieso rennt Mason wie ein Besessener davon? Doktor, sagen Sie mir, was damals wirklich passiert ist. Wie ist Ihre Tochter gestorben? Hm.
mir das toxikologische Gutachten über Julias Infusion. Der Test ergab eine tödliche Dosis Strychnin. Das Gift wurde vermutlich direkt in den Infusionsbehälter gespritzt. Und hat man in D'Angelos Spritze Giftspuren gefunden? Wir konnten die Spritze nicht ins Labor geben. D'Angelos ist mit ihr abgehauen. Mason Capwell, Julias Mann, gegenüber hat er behauptet, er gebe ihr bloß ein Medikament gegen das Scholen-Syndrom. Entsprechende Spuren im Tropf? Ich weiß nicht. Wir warten noch auf den zweiten Laborbericht. Cruz, ich ziehe ungern voreilige Schlüsse, darum möchte ich erst diesen Bericht abwarten und auch selbst einen Blick auf den Tropf werfen. Meinen Sie, ich könnte mal kurz runter ins Labor gehen und den Jungs über die Schulter gucken? Na klar, ist doch überhaupt kein Problem. Ich muss nur vorher unten Bescheid sagen. Moment. Ja, gehst du bitte mal ran? Ja. Inspektor Castillo? Ach, Kelly. Ja, Mom, was ist denn? Es geht um Julia. Ihr Zustand verschlechtert sich. Ihr kommt am besten sofort her. Sie schafft es möglicherweise nicht. Und was sagt der Arzt? Dr. Gordon sagt, wenn kein Wunder passiert oder sie das Serum nicht bekommt, dann besteht keine Hoffnung. Wir sind sofort da. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Wo bleiben nur Mrs. Cobb und Samantha? Das dauert ja ewig. Wenn sie nicht bald kommen, dann kann es vielleicht zu spät sein. Meine Kleine war schwer krank. Sie litt am Scholen-Syndrom. Mit meinem heutigen Wissensstand hätte ich das Unglück damals verhindern können. Ich bin weggelaufen, Sawyer. Ich war ein Feigling. Was genau ist dann passiert, Doktor? Ach, Abby war wie gesagt schwer krank. Einmal bekam Mariah sie nicht wach. Sie war in Panik, weil sie mich nicht erreichen konnte. Für mich gab es nur meine Arbeit. Also packte sie die Kleine auf den Rücksitz und machte sich mit ihr auf den Weg zum Krankenhaus. Unterwegs verlor sie irgendwie die Kontrolle über den Wagen. Er rutschte von der Straße und landete im See. Mariah und Abby ertranken. Die Polizei fand später heraus, dass die Bremsleitungen durchtrennt worden waren. Der Verdacht fiel auf mich. Dabei ist es in Wirklichkeit meine Schwiegermutter gewesen. Sie war's. Sie hat mich reingelegt. Sie wollte mich aus dem Weg schaffen. Ich war unschuldig, aber ich konnte es nicht beweisen. Darum bin ich weggelaufen. Das stimmt überhaupt nicht. Ich weiß es von meiner Großmutter. Ja, die Leitungen waren durchtrennt. Aber das sind Sie gewesen. Die Polizei fand später die Schere in Ihrem Arztkoffer. Das habe ich Abigail zu verdanken. Sie wollte mich reinlegen. Wieso, Doktor? Sie hat mich immer gehasst, von Anfang an. Ich war ihrer Meinung nach nichts wert. Ich besaß zu wenig Geld und zu wenig Ansehen. So ist Großmutter gar nicht. Sie ist eine ganz liebenswerte Frau. Sie war schließlich diejenige, die mich aus dem See gefischt hat. Sie und Dreyfus haben mich gerettet. Als sie meine Mutter bergen wollten, war sie schon tot. Großmutter hat gesagt, wenn sie wüssten, dass ich noch lebe, würden sie noch mal versuchen, mich zu ermorden. Darum hat sie mich jahrelang vor aller Welt versteckt, damit ich vor ihnen sicher bin. Sie sollten glauben, dass ich in diesem Grab liege. Du warst mein Ein und Alles. Warum hätte ich dich ermorden sollen? Um Mamas Geld zu kriegen. Warum denn sonst? Großmutter sagt, sie haben Mama in Wahrheit nie geliebt, sondern waren immer nur hinter ihrem Geld her. Mein Gott, diese elende Lügnerin! So viele Jahre. Jahrelang dachte ich, wäre ich doch ertrunken. Das Gefühl, dass mein Vater mich niemals geliebt hat. Dass er meinen Tod wollte. Das war so fürchterlich. Ich war damals noch klein. Aber ich erinnere mich noch genau an den Tag. Daran, wie ich mit meiner Mutter im Wagen saß. An ihren Gesichtsausdruck, als wir die Böschung zum See runterrutschten. Ich hörte sie noch schreien. Sie rief nach meinem Vater. Aber er hörte sie nicht. Er ist nicht gekommen. Nein, kommen Sie mir ja nicht zu nah! Komm zurück, bitte! Ich schwöre dir, ich war's Aurora, nicht! Aurora, lauf nicht weg! Aurora! Sie braucht Zeit.
Lassen Sie sie gehen, Sawyer. Aber, Doktor, meiner Meinung nach ist in dieser Sache schon viel zu Zeit vergeudet worden. Doktor, wenn Sie glauben, dass Aurora Ihre Tochter ist, warum buddeln wir da noch in diesem Grab herum? Um auch den letzten Rest Unsicherheit auszuräumen. Ich will ins Bett. Aber das ist doch unser kleines Liebesnest. Na komm, müssen wir es nach der Hochzeit, okay? Wir könnten durchbrennen. Tada! Nein, nein, ich will einen Schleier, ein Brautkleid und alles, was dazugehört. Dann proben wir eben schon mal unsere Flitterwochen. Das ist mir auch recht. Oh, das ist nicht nötig. Ich kann meinen Spruch bereits auswendig. Heute nicht, Schätzlein. Ich habe Migräne. Du Ärmste, ich massiere dir die Schläfen. Ich flüstere dir Zärtlichkeiten ins Ohr. Ich erzähle dir romantische Gute-Nacht-Geschichten. Fangen die eigentlich noch immer alle mit Es war einmal an? Nein, manche beginnen auch mit Wenn ich gewählt werde. Du hast Pech. Die Stimmen sind gezählt. Das Ergebnis steht. Du hast verloren. Leine, verschwinde, geh ins Bett, aber nicht in meins. Hast du verstanden? Oh, aber wenn es dir schlecht geht, da brauchst du doch irgendeinen, der auf dich aufpasst. Ich bringe dir nachts Wasser ans Bett. Ich brauche nachts kein Wasser. Herzlichen Dank. Gina, ist dir vielleicht schon mal der Gedanke gekommen, dass ich mich einsam fühlen könnte? Ich möchte nichts weiter als mit dir in ein und demselben Zimmer sein, ganz ehrlich. Wir müssen ja nicht unbedingt miteinander schlafen, wenn du nicht willst. Das finde ich sehr nobel von dir. Ich mache nur Spaß. Nein, ganz im Ernst, wenn ich dich wirklich verführen wollte, würde ich doch hier nicht in so einem Liebestöter auftauchen. Und außerdem siehst du auch nicht gerade zum Anbeißen aus mit dem Kleister. Das ist ja wohl der Gipfel. Was? Erst fällst du über mich her und jetzt beleidigst du mich. Raus, das raus, das wollte ich raus. Nicht, Schmuckelchen. Psst, du wächst meine Mutter auf. Das ist mir doch egal. Deine Mutter hockt wahrscheinlich sowieso mit riesengroßen, plattgepressten Ohren nebenan an der Wand und lauscht los. Und du verschwinde jetzt endlich raus. Ich liebe dich, wenn du zur Furie wirst. Raus, oder ich hol deine Mutter. Ganz ruhig, ich bin schon weg. Raus! Gibt es eigentlich so etwas wie einen Antiliebestrank? Ich werde einfach mal im Krankenhaus nachfragen. Was habe ich denn im Krankenhaus verloren? Was hat mich darauf gebracht? Hat sich was getan? Nein. Wo ist Mason? Keine Ahnung, er ist vorhin wie ein Besessener weggelaufen, wahrscheinlich um diesen Arzt zu finden. Hier, das lag auf der Kommode. Sieht aus wie ein Brief von Mason. An Julia. Kann ich mal sehen? Stimmt, sieht aus wie ein Brief von Mason. Ich glaube, dass wir den lieber nicht lesen sollten. Das wäre vielleicht nicht mal verkehrt. Lesen wir ihn Julia laut vor. Hier. Als ich noch ein kleiner Junge war, ein cleveres, kleines, verwöhntes Bürschchen, fuhr ich im Orient-Express quer durch Europa. Ich warf meinen Koffer aus dem Fenster und lachte, als der Wind den Inhalt über die Gleise wehte. Mein Begleiter war eine Stoffgiraffe namens Leopold, der ich nachts meine Geheimnisse anvertraute. Als ich noch ein kleiner Junge war, wusste ich, was es heißt, frei zu sein. Später, als ich schon etwas größer war, freute ich mich auf unsere Abendessen. Ich saß unten am Fuß der Treppe und wartete auf meine Mutter. Sie war die schönste Frau auf Erden. Sie kam die Treppe herunter und nahm mich bei der Hand. Als ich schon etwas größer war, wurde mir klar, dass Freude und Schmerz oft dicht beieinander liegen und sich nicht ausschließen. Als ich dann älter wurde, war ich traurig und oft bedrückt. Ich malte mir gern mein frühes, tragisches Ableben aus. Und ich stellte mir vor, wie meine Familie und meine Freunde mich unter Tränen betrauern. Und als ich dann noch älter wurde, kannte ich das bittersüße Gefühl, nicht sterben zu wollen. Irgendwann dann war ich erwachsen. Und ich fand dich, Julia. Du hast so still in einer Ecke des Zimmers gesessen, dass du mir zuerst gar nicht aufgefallen bist. Und dann wusste ich sofort, wer du warst.
Meine Julia ist das sanfte Schaukeln jenes Zuges aus vergangenen Tagen. Ein kleines Kind, das nachts Geheimnisse erzählt. Eine wunderschöne Frau auf einem Treppenabsatz. Das Zittern des einsamen Jungen im Dunkeln. Du bist alles für mich, Julia. Meine Rettung und meine Liebe. Du allein hast mir durch dein Wesen, durch deine Kraft geholfen, zu mir zurückzufinden. Du hast uns alle auf den rechten Weg zurückgeführt. Das war dein Verdienst, weil du unsere Herzen im Nu erobert hast. Wir wurden von dir förmlich mitgerissen und da willst du dich jetzt so einfach aus dem Staub machen? Wenn du uns verlässt, sind wir verloren. Also bleib bitte bei uns, ja? Bitte. Geh nicht. Maika? Maika! Maika, wo sind Sie? Maika De Angelis! Wo ist es? Wo ist es? Oh Gott, wie gern würde ich den jetzt benutzen. Mr. Capwell. Oh. Oh mein Gott, ist irgendetwas mit Mrs. Capwell? Ja, sie stirbt. Es tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte Ihnen irgendwie helfen. Aber ich kann ja nicht mal mir selbst helfen. Aurora, was ist passiert? Irgendjemand will mich ermorden und irgendjemand will mir das Leben retten. Und ich weiß nicht, wer. Das Krankenhaus. Ein kleines Kind. Grabsteine. Ich wusste es, ich sollte abends nicht so schweres Zeug essen. Was ist das? Vielleicht spukt es ja hier auch. Der verstorbene Hemingway. Er will mir sagen, wem als nächstes die Stunde schlägt. Maika? Abigail, nein! Oh Gott, Julia! Julia ist in Gefahr! Nein, bitte nicht! Lass sie in Ruhe! Hilfe! Ist da niemand? Hier bin ich, mein Liebling! Was ist? Ich hörte dich den Liebesruf des Korinura-Stammes ausstoßen. Was? Das ist ein uraltes, überliefertes Ritual. Oh ja! In der Hochzeitsnacht schlägt die Braut, um ihre Leidenschaft für den neuen Ehemann zum Ausdruck zu bringen, gegen die Wände, als wolle sie sie zum Einsturz bringen. Akori Mori, Takomaui. Was heißt das bitte? Geliebter, lass uns gemeinsam die Mauern niederreißen. Nein, Lionel, da hast du dich verhört. Das war kein Balzruf.
Das war Totengeläut. Liest du gerade Arthur Miller? Nein, ich hatte eine Vision. Mason und Samantha standen vor einer offenen Grabstelle. Ein Sarg wurde in die Grube gesenkt. Er war ganz aus Glas, sodass man hineinsehen konnte. Du hast... Die Tote war Julia. Du hast sicher geträumt. Nein, das war eine Vision. Irgendwas stimmt nicht, Julia. Na was? Julia wird sterben. Was? Aber das ist doch unmöglich. Ich habe es jetzt immer recht behalten. Ja, das stimmt. Und jetzt? Sie liegt im Krankenhaus. Dann also los. Zieh du dich an. Ich hole in der Zwischenzeit den Wagen. Okay. Bis gleich. Ich verstehe nicht, warum die Angeles nicht längst verhaftet worden ist. Weil dafür möglicherweise keine Veranlassung besteht, auch wenn alle Hinweise auf ihn deuten mögen. Was meinst du damit? Je mehr ich über den ganzen Fall nachdenke, je weniger bin ich von seiner Schuld überzeugt. Dann solltest du vielleicht noch gründlicher nachdenken. Der Mann ist ein Mörder, Chris. Okay, schon gut. Nehmen wir mal an, der Verdacht trifft zu und er hat wirklich Frau und Tochter ermordet. Aus welchem Grund? Wegen des Geldes? Er ist abgehauen, bevor er da rankam. Sicher, aus Angst vor der Polizei. Aber wenn er Angst hat, warum ist er dann zurückgekommen? Mord verjährt nicht. Die Gefahr der Verurteilung ist noch die gleiche. Er hat aus der Presse erfahren, dass Mason und Julia in Ballymore wohnen und ist hergekommen, um das belastende Beweismaterial zu vernichten. Vielleicht war er aber auch auf der Suche nach neuen Beweisen, die ihn entlasten würden. Ich habe mit dem Mann gesprochen. Er ist kein leichtfertiger Mensch. Er handelt nicht nur aus dem Bauch heraus. Wenn er plötzlich nach 12 Jahren erfolgreichen Verbergens freiwillig nach Santa Barbara zurückkommt, dann wird er sich was dabei denken. Cruz, er hat versucht, Suzanne zu töten. Er wollte um keinen Preis auffliegen. Aber er hat sie nicht getötet. Nur seinetwegen ist sie noch am Leben. Was heißt das, nur seinetwegen? Vermutlich hat er sie gerettet. Verschiedene Momente deuten auf diese Möglichkeit hin. Was ist mit Julia? Mason hat mir selber erzählt, man hätte das Gegenmittel in ihren Händen gefunden, als sie ohnmächtig wurde. Sie hatte es von dem Doktor. Das passt alles nicht zusammen. Wieso sollte er versuchen, jemanden zu ermorden und zu heilen? Das ist doch völlig unlogisch. Vielleicht hat er ja wirklich nur versucht, ihr Leben zu retten. Wer sind Sie denn? Frank Goodman, Spurensicherung, C.C. Capwell. Verzeihung, guten Tag. Guten Tag. Wie sieht's aus? Ich würde vorschlagen, Sie kommen mal mit ins Labor und sehen sich das an. Und dann sollten Sie Mason finden, bevor er die Angeles findet. Nach dem, was ich eben entdeckt habe, wäre das fatal. Oh Gott. Vergib mir, wenn ich mich irre. Aurora, was ist passiert? Mein Gott, der Dr. De Angelis. Hat er dir was getan? Ich glaube, es war keine Absicht. Wo ist er jetzt? Drüben bei den Gräbern. Genau da gehört dieser Kerl auch hin. Tja, was soll's, man kann nicht alles haben. Er ist meine einzige Hoffnung und Julias letzte Chance. Ich muss zu ihm. Ich habe so lange um sie getrauert. 12 endlose Jahre lang war ich voll von Schuldgefühlen. Ich war jeden Tag in Gedanken bei ihr. Ich habe mir vorgestellt, wie sie vielleicht heute aussehen würde, wenn sie nicht gestorben wäre. Und jetzt erfahre ich, dass mein Töchterchen lebt. Wie kommt es, dass auf unserer Welt das Schlechte so häufig siegt? Wie kann es möglich sein, dass meine süße Mariah tot ist und Abigail ungestraft jahrelang auf widerwärtigste Art und Weise Menschen wehtut? Aber damit ist jetzt Schluss. Ich lasse mich und meine Tochter nicht mehr von dieser Person manipulieren. Ich weiß, man kann verlorene Jahre nicht zurückholen. Aber es gibt etwas, das Abigail uns nicht nehmen kann. Was denn, Doktor? Die Liebe. Das Glück. Dieser Abend ist so herrlich. Mein Leben wird nie wieder so sein wie vorher. Ich habe meine Tochter wieder. Und diesmal werde ich sie mir von keinem wegnehmen lassen. Seht mal, wen ich unten gefunden habe. Da bist du ja, Sophia, wie lange ist Julia schon hier? Warum habe ich nichts erfahren?
Katharina, Ted, bitte geht doch mit Samantha einen Augenblick in die Cafeteria. Ich gehöre zur Familie. Immerhin bin ich ja Ex-Schwager. Lina, wir haben doch auch erst vorhin davon erfahren. Ich habe euch angerufen, aber das war offenbar nicht nötig. Nein, wir wussten es auch so. Ich hatte eine Vision. Na toll, das hat uns gerade noch gefehlt. Komm uns bloß nicht wieder mit einem spirituellen Hokuspokus. Du machst uns alle noch verrückt. Wenn du nicht auf diese idiotische Schnapsidee gekommen wärst, diese Seance abzuhalten. Sisi, es ist nicht meine Schuld. Ich kann doch nichts dafür, wenn ich für Schwingungen empfänglich bin. Sisi, Schwingung. Es hat wirklich keinen Sinn, darüber zu streiten. Gina und ich bleiben hier, ob es dir passt oder nicht. Wie geht's, Julia? Die Ärztin ist gerade bei ihr. Es sieht gar nicht gut aus. Sie ist noch so jung und sie ist nie in ihrem Leben krank gewesen. In meiner Vision lag sie in einem Sarg. Wenn du nicht sofort deinen Mund hältst. Bitte, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um zu streiten. Entschuldigung. Geht es Julia besser? Nein, es tut mir leid. Ihr Zustand hat sich die letzten Stunden über erheblich verschlechtert. Durch Beatmung lässt sich ihr Leben vielleicht noch ein wenig verlängern, aber darüber hinaus sind meine Mittel erschöpft. Und was ist, wenn Mason rechtzeitig mit dem Serum auftaucht? Kann sie es dann schaffen? Es gibt kein rechtzeitig, Kelly. Wir haben keine Zeit. Es müsste schon ein Wunder passieren. Und zwar ganz schnell. Es tut mir leid. Ich hatte ja keine Ahnung. Hätte ich bloß nichts gesehen? Hätte ich doch bloß diese Vision nicht gehabt? Hallo, hier. Mein Schatz. Hallo. Na? Kann ich Mami jetzt sehen? Ja, natürlich. Komm, wir gehen zu ihr. Oh. Sie Bastard! Sie miese Ratte, das werden Sie mir büßen! Mason, beruhigen Sie sich! Wenn Julia stirbt, machen Sie fertig! Ich wollte Ihre Frau das Leben retten! Sie denken, ich habe meine Tochter sterben lassen? Ja! Tja, Mr. Köpfel, hier ist meine Tochter quicklebendig, wie Sie sehen. Sawyer, lassen Sie mich los, ich tue ihm nichts. Ich verstehe das alles nicht. Ich weiß nur, dass meine Frau krank ist und dass ihr Leben von Ihnen abhängt. Holen Sie das Serum. Wenn Sie nicht mitspielen, wenn Sie sich weigern wollen, Micah, dann haben Sie Ihre Tochter heute zum letzten Mal gesehen, das schwöre ich bei Gott. Mr. Köpfel, bitte! Mason! Was ist passiert? Frag lieber ihn. Wen? Die Angeles. Er war eben noch hier. Wo ist er? Wisst ihr, wohin er wollte? Nein. Oh mein Gott, dann ist es zu spät. Nein, das ist es nicht. Ich weiß, wo er das Serum aufbewahrt. Los, kommen Sie. Du kannst ruhig mit deiner Mami sprechen. Sie hört dich. Ich hab dich lieb, Mami. Ich hab dich lieb, Mami. Jetzt ist es schon dunkel. Nein, Kleines, nicht da, wo Mami ist. Und da, wo Mami ist, ist es hell und bunt und ebenso wunderschön wie Mami. Mami schwebt jetzt. Wie ein Luftballon? Ja, ja, genau wie ein Luftballon. Sie fliegt jetzt dem Himmel entgegen. Auf Wiedersehen, Mami. Mach's gut. Ich bin gleich wieder da. Hast du irgendwas gehört? Ja, gute Nachrichten, Mason. Sie lebt noch. Der Angelus hat möglicherweise wirklich versucht, ihr zu helfen. Woher weißt du das? In ihrem Tropf waren zwei Einstiche von zwei verschiedenen Spritzen. Eine mit Strychnin, die andere mit einer unbekannten chemischen Substanz. Das war unter Umständen das Serum, mit dem Micah Julia behandeln wollte. Dann ist der Mann unschuldig. Möglich. Wer wollte Julia denn dann vergiften? Also, ich könnte mir vorstellen, dass es die alte Frau war. Abigail? Sawyer Abigail ist tot. Dann hat mir wohl anscheinend ihr Geist fast den Schädel eingehauen. Dr. DeAngelis hat gesagt, Großmutter Abigail würde Abby wie auch immer hier gefangen halten, um sie vor ihm zu verstecken. Glauben Sie ihm? Ehrlich gesagt, Mason, in diesem Durcheinander weiß ich nicht, was ich noch glauben soll. Hier. Sie sind ein Engel. Glück, Mason. Danke.
Ach, Aurora, Sawyer behauptet, ihre Großmutter habe sie hier im Haus gefangen gehalten? Sie hat gesagt, sie wolle mich beschützen. Und wisst ihr, wo sie jetzt ist? Sie erzählte irgendwas davon, dass sie mit dem Doktor noch eine alte Rechnung zu begleichen hätte oder sowas in der Art. Was hat sie wohl damit gemeint? Ich weiß nicht. Na gut, wäre es möglich, dass ich das Zimmer, in dem sie sie versteckt hat, mal unter die Lupe nehme? Ja, natürlich. Gehen Sie einfach die Hintertreppe rauf, bis ganz nach oben. Sie werden es dann schon finden. In Ordnung. Danke. Du bleibst bei ihr, Sawyer, ja? Oh Gott. Hör zu. Du musst jetzt nicht versuchen, die Tapfere zu spielen. Ich bin ja bei dir. Aurora, hältst du es für möglich, dass dein Vater die Wahrheit gesagt hat, was euren Autounfall angeht? Wenn es wirklich stimmt, was er sagt, ist Großmutter ein Monster. Und wenn es stimmt, heißt es, dass er versucht hat, meine Mutter und mich umzubringen. Beides ist so schrecklich. Ja, klar. Du musst dich ja nicht sofort entscheiden. Erst einmal werden wir dich an einen Ort bringen, an dem du absolut sicher bist. Und zwar zu meinen Eltern. Und was ist mit all meinen Büchern und mit meinen Kleidern? Keine Sorge, ein paar Sachen nehmen wir mit und ich gehe nachher nochmal her und hole dann den Rest ab. Du bist in Gefahr. Du musst schnellstens raus aus diesem Irrenhaus. Hier finde ich keine Ruhe. Los, komm. Dr. Gordon möchte die Patientin untersuchen. Ich muss Sie deshalb alle bitten, jetzt zu gehen. Ich würde aber gerne hierbleiben und das Ergebnis abwarten. Warum gehen Sie dann nicht in die Cafeteria und essen eine Kleinigkeit? Das täte bestimmt allen gut. Ich kriege jetzt kein Bissen runter. Ich auch nicht. Wie wir gehört haben, braucht es ein Wunder, um Sie zu retten. Vielleicht sollten wir in die Kapelle gehen und dafür beten. Eine gute Idee, Sophia. Einer bleibt am besten hier und wartet auf Mason. Ich lasse Sie ausrufen, sobald er hier ist. Gut, gehen wir. Auf Wiedersehen, Mami. Mach's gut. Bitten, Channing hier reinzustellen. Aha. Ich möchte ihn bei mir haben. Na, was macht er denn? Schläft er? Ja, wie ein Engel. Vielleicht sollte ich mich langsam wieder auf den Weg machen. Was meinst du? Die Ärztin hat doch gesagt, es sei nicht nötig. Sie rufen an, wenn sich was tut. Es ist furchtbar, Julia so hilflos daliegen zu sehen. Oh ja. Ich habe Julia immer als aktive Frau gekannt. Immer engagiert. Manchmal ging es gegen mich. Oder gegen irgendwelche Fälle von Ungerechtigkeit. Sie war so selbstlos. Zum Glück ist sie jemand, der kämpfen kann. So hat sie vielleicht eine kleine Chance durchzukommen. Natürlich kommt sie durch. Bestimmt. Sie hat so viel, wofür es sich zu leben lohnt. Das ist wirklich eine sehr schöne Äußerung von dir, mein Liebling. Immerhin seid ihr beide nicht gerade die allerbesten Freundinnen. Aber ich habe Julia immer bewundert. Ihre Stärke und Integrität. In einem anderen Leben, unter anderen Umständen, wären wir vielleicht Freunde geworden. Ja, vielleicht. Kann sein. In dem Fall hätte sich Julia glücklich schätzen können. Du kannst eine echte Freundin sein. Ja, wirklich. Ich spreche aus Erfahrung. Du warst immer für mich da. Dafür musst du mir nicht danken. Du warst auch immer für mich da. Es war mir ein Vergnügen. Schatz, aus der Taxan-Sache boxen wir dich irgendwie raus, du wirst sehen. Ach, deine Zuversicht möchte ich haben, Lionel. Ich bin in diesem Fall die Hauptverdächtige und wenn Reese Walker gewinnt, sperrt er mich für den Rest meines Jetzt Lebens hör mal ein. Zu. Reese Walker wird dich nicht ins Gefängnis sperren. Ich will nämlich, dass du den Rest deines Lebens ausschließlich mit mir verbringst. Klar? Gina Lockridge. Das hört sich doch gut an. Finde ich auch.
Ich will immer mit dir und dem Kind zusammen sein. Du hast vielleicht recht. Womit? Vielleicht klärt sich der Taxanfall ja auf. Ich bin zurzeit ein Glückskind. Und das verdanke ich dir. Ich muss nach Channing sehen. Das mit dem Glück gilt auch für mich. Als wir vorhin aus dem Krankenhaus kamen, war ich vollkommen durcheinander. Dann habe ich deinen kleinen Sohn angesehen und dich angesehen und dann wurde mir klar, dass wir eine richtige Familie sind. Eine Familie? Was ist in der Truhe? Keine Ahnung. Großmutter hat sie abgeschlossen. Was dagegen, wenn ich mal reingucke? Nein. Cruz? Ja? Wir trennen uns am besten, damit ich Aurora schnell zu mir bringen kann, okay? Das ist eine hervorragende Idee. Passt gut auf euch auf. Ich komme später nach, klar? Okay, wir sind dann weg. Das? Wer hat Susanne? Sie sagte, sie wäre von jemandem geschubst worden, der ein Kapuzencape trug. Wohin so eilig, mein Kind? Sie geht mit mir. Ich spreche nicht mit Ihnen, junger Mann. Du darfst mich nicht verlassen, Abby. Was würde die arme Großmutter ohne dich anfangen? Ich kann so nicht mehr leben. Ich halte das nicht mehr aus. Habe ich dich nicht immer sehr gut versorgt? Hast du bei mir nicht alles bekommen, was du brauchtest? Ja, und wir wissen auch wieso. Dr. DeAngelis hat uns alles erzählt. So hat er das. Nun, ich kann nicht sagen, dass mich das überrascht. Maika würde sich alle nur erdenklichen Winkelzüge ausdenken, um dich gegen mich aufzuhetzen. Ha, der Mann stiehlt einem Toten noch das Totenhemd, wenn er sich davon einen Gewinn verspricht. Zur Hölle mit ihm, dort gehört er hin. Das ist nicht wahr. Er hat zu mir gesagt, er hätte Mutter aufrichtig geliebt und nie versucht, einen von uns zu ermorden. Lügen, nichts als Lügen hat er dir aufgetischt. Aus ihm spricht der Teufel in Person. Er hat dich eingewickelt. Genauso wie deine Mutter. Und du weißt, welchen Preis sie dafür zahlen musste. Aurora, hör nicht auf sie. Sie ist verrückt. Jemand, der dich wie ein Tier im Käfig hält, muss verrückt sein. Es geschah zu deinem eigenen Wohlergehen, Kindchen. Ich wollte nur dein Bestes, glaub mir. Wohlergehen? Von wegen. Erzählen Sie uns doch keine Lügengeschichten. Sie haben sie nur eingesperrt, weil sie ihren Vater hassen. Das ganze Haus und seine Einrichtung verkörpern ihren Hass. Dieses Haus war unser einziger Zufluchtsort. Der einzige Schutzschild zwischen uns und dem Bösen in der Außenwelt. Nein, das Böse wohnt hier drin, nicht draußen. Wer Kinder dazu bringt, ihren Vater zu fürchten, der muss böse sein. Ich bringe sie von hier weg und diesmal halten sie mich nicht auf. Bleib hier, Abby, bitte. Mein Herz. Aurora, hör nicht auf sie, sie spielt Theater. Abby, meine Medizin, sie bitte. Heißt nicht Abby. Abby ist lange tot, durch ihre Schuld. Ihr Name ist Aurora. Das und dürfen ich sie nehme nicht sie tun. Jetzt mit. Manni und Mario leben nach der Devise, nach mir die Sintflut, ich lebe jetzt. Für die beiden zählt eigentlich nur Party, Party, Party. Denen ist ganz egal, was andere Leute über sie denken. Sie handeln ausgesprochen egoistisch. Und im Laufe der Sendung gibt es natürlich einige Frauen, die sich über diese beiden aufregen werden. Unser Thema heute um 14 Uhr, nach mir die Sintflut, ich lebe jetzt.